Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Wir sind immer noch in diesem Alien-Schiff drin und haben eine ganze Menge zu tun. Und damit fangen wir gleich an, indem wir unseren Sunny vorschicken. Ich möchte die Aliens ausweichen, die noch da sind. Ich gehe jetzt bewusst Aliens zu triggern. Ich weiß, ob das außen noch welche sind. Ich werde mich jetzt aber vorzüglich erstmal im Inneren des Schiffes aufhalten. Und wir haben einen Pluton letztes Mal noch betäubt. Ich werde mich hier auch oben entlang der Gangway bewegen, auf diesem Rand bewegen und nicht runtergehen, das traue ich mich nämlich nicht. Sniper. Hier hin. Und du. Ebenfalls hier. Nein. Los, nein. Du gehst dann dahin. Okay, alle Mann Feldposten und gucken, was passiert. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor ich wieder was nachrendern muss, bevor mein Festplatte erneut voll ist. Zum Glück weiß ich ungefähr wie viel und ich hoffe, dass ich die Mission in der Zeit schaffe. Was zum Teufel war das? Okay, die scheint tatsächlich draußen zu sein. Dann ziehen wir das ganze Thema hier rüber. Boah, hier ist eine fette Laderampe, ey. Heftig, heftig. Ich hoffe, dass das da hinten die letzten Gegner sind, die wir so gebrüllt haben. Ah, die hat nur eine Erzengelrüstung an, ne? Da muss ich vorsichtig sein mit Feuer. Mist, hab ich ganz vergessen. Hierher. Hierher. Bitte ohne Aliens zu triggern. Hier drüben hin. Und ich hoffe, dass dieses Alien da ein schweres Plasmagewehr hatte, denn das brauche ich noch für meinen zweiten Sunny. Und ein drittes für Atoran wäre auch nicht verkehrt. Wobei, für Atoran wollte ich ja noch die neue Schrotflinte holen. Ja, okay, die sind da hinten draußen. Hier gehe ich da gleich hin. Zuerst hinter dem Elerium-Kernendeckung gehen. Ja, okay, das ist ein Ausgang. Sehr gut. Kamera, komisch. Widerwärtig. Okay, weiter. Nächste. Ich drehe mal eben die Karte. Das geht so gar nicht. So hin. Nächste am Team. Dahin. Rooks. Nächste. Dahin. Das ist der nächste. Nächste ist Chavez Sniper. Die macht in diesem Spiel wahrscheinlich nichts mehr. Weil sie nicht mehr fliegen kann. Das ist generell das Problem mit der Erzengelrüstung für draußen. Es ist zwar halt extrem geil, aber im Innenbereich lohnt die sich eigentlich gar nicht. Okay, hier hin. So, jetzt haben wir noch den Sunny. Kommt mal hier hinten hin, dann macht der Rest Feldposten und dann nächste Runde gehe ich da raus und bringe sie einfach alle um. So, Feldposten, Feldposten, Feldposten. Du auch. Du auch. Dann hoffe ich jetzt, dass mir irgendein Alien sich hier hinten in den Elerium-Camp wegballert. Das wäre eine überaus bösartige Explosion. Okay, dein Zug. Mach die Tür auf. Du sollst die Tür öffnen. Hallo. So, jetzt geht's. Ich stehe direkt vor meiner Nase. Einer läuft weg, einer nicht. Okay, vielleicht sieht der Scharfschütze den doch noch. Wo ist die Alte? Da. Zieht ihr tatsächlich. Okay, dann schießt ihr da halt mal drauf. Aber nicht mit der Laserpistole, sondern mit dem Scharfschützengewehr, bitte. Und mit einem Präzisionsschuss. Vielleicht ballerst du den ja auch einfach rum, aber 44% ist jetzt nicht so wahrscheinlich. Nein, natürlich nicht. Da wird immer noch auf dem Band zerstört. Ist nicht so wild. Ich habe hier genug Leute da. Okay. Fangen wir mal mit dir an. Du schießt mal auf ihn erstmal, weil du es kannst. Und es hat schon gereicht. Und dann schießt du gleich nochmal, weil es so schön ist, auf den zweiten. Och, das hat er. Ja, Commander, geschafft. Jawohl. Die Operation war ein Erfolg. Super. Geile Aktion. Es hat geklappt. 15 Aliens sind hier also drauf. Jetzt sind wir fürs nächste Mal. Das war eine geile Mission, Leute. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir eingesackt haben dabei. Oh, wird das schön. Ich freue mich. Ich bin glücklich. Kommt nicht oft vor, aber jetzt bin ich gerade glücklich. So, gucken wir mal, was wir hier eingesackt haben.
Denn wenn wir jetzt alles eingesagt haben, was ich hoffe und das auch wirklich genug ist, dann, liebe Freunde, werden wir im nächsten Video die Alien-Basis angreifen. Ich habe noch nie eine Operation erlebt, die Major. So reibungslos verlief. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Tiefe Taschen. Dann kriegt der noch einen Scope dazu. Und dann muss ich ihn trotzdem noch befördern. Okay. Plasmagewehr. 114 Illyrium. Das müsste eigentlich genügen. Alien-Chirurgie können wir verkaufen. Alien-Stasis-Tank auch. Das machen wir auch mal eben schnell. Schwarzmarkt. Alien-Chirurgie. Tschüss. Alien-Stasis-Tank. Tschüss. Und wir haben jetzt 6 Energiequellen und 9 Flugcomputer. Und wir haben schon alle Firestorms gebaut, die wir brauchen. Apropos Firestorms. EMP. EMP. Er wird repariert. Dauert noch 2 Tage. Hier die EMP weg. Hier die EMP rein. Demon 4. Bestätigen. Warte mal, kann ich den Flugzeugnamen ändern? Waffeninfo, Flugzeuginfo. Nein, leider kann ich den Namen des Fliegers nicht ändern. Das wäre schön, wenn ich das auch noch ändern könnte. So, also wir haben hier einen mit EMP-Kanone, da einen mit EMP-Kanone, da einen mit EMP, da einen mit EMP und da einen mit EMP, der gerade repariert wird. Okay, das sieht sehr gut aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem Erfolg dieser Mission. So, Technikabteilung. Ich wollte Waffen kaufen. Ein zweites Plasma... Ach, habe ich schon. Okay, schwere Plasmawerfer herstellen. Noch 2 Stück. Und dann... Es ist das sogar, glaube ich, schon gewesen. Eine Erzengelrüstung genügt nämlich. Firestorms brauchen wir auch keine mehr. Wie weit ist die dämliche Forschungsabteilung jetzt? Wie keine laufenden Projekte? Ach so, ich hatte nicht genug Material. Richtig, haha. Genau. Neue Forschung beginnen. Und zwar werden wir jetzt die Legierungskanone werden wir jetzt entwickeln, weil ich es kann. So, wie viel habe ich noch? 81 Illyrium. Gehen wir nochmal in die Gießerei. Schwere Waffenplattform. Warum kann ich keine Alien-Granaten entwickeln? Weil ich nicht genug Waffenfragmente habe. Okay. Drohnenabfang. Fehlen mir die Waffenfragmente für Schiffplasma. Schifflaser brauche ich eigentlich verbesserte Reparatur. Brauche ich nicht. Verbesserter Flug, das war's. Projekt beginnen. Ja. Damit müssen wir jetzt loslegen, das brauche ich auf jeden Fall. Und dann können wir noch verbesserte Pistole 1 eben erforschen. Ja. Schadet auch nicht. Ich kümmere mich darum, dass die Herstellung sofort beginnt. Okay, wir haben. Sobald wir etwas haben, melde ich mich. Genau. Dann machen wir ein bisschen Zeit. Oh nein, Terrorangriffe, ey. Ich hasse das. Okay, schicken wir den Sky Ranger, hilft nichts. Aber ich werde das in diesem Part nicht mehr beginnen. Ich müsste nämlich jetzt noch meine Leute um. Wir arbeiten. Bewaffnung. Lasergewehr weg, Plasmagewehr rein. Kann ich noch die Plasmapistolen eigentlich erforschen, ne? Ja, machst du nicht. Und da brauchst du eigentlich auch keinen Pulsbogen in dieser Mission, sondern solltest du lieber. Ah, warte, ich muss im 2-3 Scopes bauen, Moment. Das machen wir mal eben zuerst. Technikabteilung. Kauf Gegenstände. Scopes. Herstellen. Oh, 2, 3 Stück. Kosten ja nichts, die Scheißdinger. Die werden uns ja hinterhergeschmissen. Okay, jetzt. Geht's los. Oh, da muss ich sogar die Panik in Japan runterregeln, ne? Das finde ich extrem geil. Da brauche ich wieder schwere und. Ja, ich glaube, Sunnys brauche ich eigentlich gar nicht so viele dafür, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Denn, also erstmal nehme ich hier den Pulsbogen weg. Und dann kriegst du den Scope, dass er noch genauer schießt als sowieso schon. So, dann haben wir den Sniper, die ist noch Major. Ich möchte die eigentlich auf den höchsten Rang haben. Na, komm hierher. Schwer, okay, sie hat schon den, das Sniper, das Plasma-Ding. Plasma, Plasma, Plasma. Die beiden brauchen noch Plasma-Waffen. Bewaffnung. Zack, schweres Plasma. Und auch du, zack, Bewaffnung. Schweres Plasma. Okay, er muss aber auch noch einen Rang höher. Ich möchte eigentlich auf sie nicht verzichten. Andererseits könnte Arturan gar nicht so ungünstig sein, aber Arturan hat noch keine Plasmawaffe, beziehungsweise die Legierungskanone und die ist eigentlich zu wichtig, finde ich.
gerade in diesem Stadium des Spiels möchte ich eigentlich keinen mehr ohne Plasmawaffe aus dem Haus gehen lassen, beziehungsweise diese Legierungskanone. Und ich habe auch kein Plasmagewehr mehr und will jetzt auch keins kaufen. Von daher, Arturan, tut mir leid, aber du musst wieder zu Hause bleiben. Das heißt, im nächsten Einsatz bist du dann hoffentlich wieder dabei. Demon. Verbesserter Flug ist leider auch noch nicht fertig, ne? Das ist ja scheiße. Egal, okay, dann fällt diese Folge halt heute extrem kurz aus. Ich starte den Einsatz. Und dann packen wir es hoffentlich. Strike One. Bereit machen zur Landung. Und wenn die Legierungskanone fertig ist, dann überlege ich mir... Ihre nächste Mission führt Sie nach Japan. Wir haben Berichte über Alien-Aktivitäten in einem dicht besiedelten Stadtzentrum. Wir müssen die Gegend sichern, um zu verhindern, dass es weitere zivile Opfer gibt. Ja, was soll ich gerade sagen? Ach ja, richtig. Ich werde mir überlegen, welches Team ich mitnehmen will zur Basiseroberung. Und dann werden wir gucken, wenn die Legierungskanone fertig ist, ob Arturan dabei ist oder nicht. Aber ein Sturmsoldat kann dabei wahrscheinlich nicht so schaden. Ich muss ja, ich kann die eventuell auch mit Plasmagewehr spielen, wäre auch eine Option, dass ich mit Plasmagewehr einsetze. So, gucken wir uns die Gegend mal an. Central, hier spricht Big Sky. Bestätige Signalempfang. Das ist natürlich klasse, dass wir hier gleich... Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen. Ja. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat grünes Licht. Der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität. Dass wir hier gleich drei Zivilisten auf einen Haufen haben, ist extrem geil. Ich hoffe, ich... Trigger jetzt noch kein Alien? Nein, gut, Glück gehabt. Okay, Roberts dahin. Und die Heavys hinterher. Ich mache jetzt noch nicht allzu viel, ganz ehrlich. Bin ich ganz offen mit euch. Ich bewege jetzt noch ein bisschen die Leute schon mal in die entsprechende Richtung, denn meine Festplatte ist jeden Moment voll. Ich kann noch ungefähr 4 Minuten aufnehmen. Okay, die stehen wirklich alle extrem kacke, die Leute. Okay, du gehst dahin. Du stürzt das Auto. Oh, da ist ja auch noch ein Zivilist. Und du rückst bitte hier hin vor, da kannst du auch gerne hinspurten. Und mein Scharfschütze, wie üblich, wird erstmal in die Luft gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Flugmodus ein. So. Und an dieser Stelle, sag ich mal, werde ich... Na komm, ich lasse die Aliens mal eben eine Runde, dann kann ich mich direkt dann... anfangen. Das ist im nächsten Video, ohne dass ich jetzt meine Alien-Aktivität abwarten muss. Also lasse ich die Aliens jetzt eine Runde und dann bin ich dran. Alter, sind das Motoren? Okay, wie dem auch sei, ich speichere das Spiel jetzt hier ab und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM Enemy Unknown. Bis dann!